Da habe ich zu meiner Mutter rüber geschaut und zu ihr gesagt, ja, es gefallen mir Männer. Mein Name ist Patrick, ich bin 38, wohne in Olten und arbeite als Product Manager. Ich bin Stefania, ich bin 35, ich habe ein Kind mit dem Patrick. Wir sind in der gleichen Kreisschule, also in der Oberstufe. Und haben, ist dann das erste Mai-Fest gsi. Und ich habe, glaube ich, ein, zwei Gläschen zu viel gehabt am ersten Mai-Fest. Watch you drinking. Run my whiskey. Er ist im Gebüsch gelegen. Okay. Übrigens. Er ist nicht dort gehockt. Er ist einfach gelegen. Und dann bin ich vorbeigelaufen und dann tönt es nur so, ah, du bist eigentlich auch noch eine Hübsche. Und dann habe ich gedacht, woher kommt das? Weil ich irgendwie den Mensch dazu nicht gesehen habe, einfach nur die Stimme gehört. Ich habe zu dir gesagt, das sagst du nur, weil du sowieso besoffen bist. Genau. Was machen Männer? Sie schauen Shoot im Fernsehen, trinken ein Bier, interessieren sich für Autos. Genau. So das gängige Muster. Und das hat er nicht gehabt. Null. Null. Ich hatte einen Freund, der mit mir mit ist, shoppen. Also wir sind zusammen alle shoppen. Ich bin in der Umkleidekabine gestanden. Und er ist so durch zum Beispiel den Laden gesäckelt und hat mir dann irgendwie 10 Kleidungsstücke gebracht. Und hat gesagt, probier's. Hey, schau da, probier, oder? Und ich so, krass, mega cool. In der Pubertät oder im Teenageralter hat man mir am schon vielleicht auch Schwule nachgerufen, weil ich eben wirklich nicht das typische Muster hatte wie die meisten Buben. Und, aber für mich ist das wie, für mich ist das noch nicht klar gewesen, was für mich der richtige Weg ist. Ja, ich habe einen Mann wie eine Frau können, anschauen und für mich sind beide Geschlechter schön. Ich habe das wie nicht können, Unterscheiden. Es war für mich nicht wichtig, genau. Für mich hat das alles gestimmt zwischen Stefania und mir. Ja, dann haben wir mal eine schöne Nacht gehabt und dann war unser Sohn unterwegs gewesen, ja. Er ist für mich mein unverhofftes Glück. Und das Beste, was mir hätte passieren können. Wir hatten eine harmonische Beziehung gehabt, mit ein paar Punkten, wo es immer ist. Was immer ein bisschen gegeben hat? Ja, die Punkte waren vor allem. es ist schon noch witzig, so die jetzt eigentlich im Nachhinein, der Zusammenhang. Er hat immer den Frauen nachgeschaut. Er hat immer nur Kolleginnen gehabt. Er hat nie einen Kollegen gehabt. Immer die Frauen, die ihm hinterher gelaufen sind. Aha, der Patrick. Und dann hat es natürlich schon die eine oder andere Szene gegeben. Da sind wir einmal in einer Bar gehockt, vis-à-vis. Und er hat immer neben mir so durchgeschaut. Oder? Er hat nicht mich angeschaut. Und wir haben miteinander geredet. Also ich habe mit ihm geredet, vorwiegend. Und er hat immer neben mir durchgeschaut. Ich dachte, was ist los? Und dann habe ich mich umgedreht und hinterher geschaut und gesehen, dass dort eine Frau hockt, oder? Gut aussehend. Und dann habe ich so, natürlich habe ich gesagt, hey, hallo, geht's noch? Du schaust, wenn ich mit dir rede, mich nicht an, nicht mehr an, sondern schaust die ganze Zeit neben dir, hast du überhaupt zugelassen? So sollte ich... Eigentlich ist es mir darum gegangen, was sie angehört hat. Aber eigentlich hat sie mich gar nicht wirklich interessiert. Ich meine, er hat mir zum Beispiel meine Haare gemacht. Er hat mir meine Haare gefärbt, meine Haare geföhnt, seine Mami die Haare geföhnt. Er ist eigentlich ein geborener Coiffeur. Und ich habe Coiffeuse gelernt. Also, du hast fast mehr drauf als ich. Ich habe nie in Frage gestellt, wie er gepolt ist, also ob er jetzt auf Mann oder Frau steht. Die ersten Fragezeichen sind wirklich nach der Trennung gekommen. Also wir haben uns dann getrennt, aus Gründen, weil wir das Gefühl hatten, es stimmt nicht mehr und wir haben nicht die gleiche Ansicht, wie wir die Zukunft miteinander gestalten möchten. Und nach der Trennung hatte ich das Gefühl, jetzt möchte ich es mal
spüren, was mit mir passiert, ob das wirklich richtig ist, genau. Es hat für uns beide gestimmt. Wir sind auch, wir haben nicht gestritten oder irgendwie nein, so. Also wir haben auch noch 3 Monate zusammengelebt, ja, eigentlich ausgleich nicht mehr. Ja. Wir haben auch gemerkt, dass wir irgendwie in unserer Beziehung so als Ende, wo es als Ende zugegangen ist, sehr unglücklich ist gewesen. Und ich habe nie gewusst, warum genau. Sie unzufrieden, unglücklich. Es ist so schon, also ich habe das gespürt. Und als wäre jetzt die Trennung so gewesen für dich, hey, ich darf mir jetzt auch die Gedanken vielleicht auch zulassen. Und du mir dann eines Tages hast erzählt, ich habe eine neue Freundin. Genau. Und dann hat er gesagt, aber an der ist etwas speziell. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist ein Mann. Ich habe einfach gewusst, okay, da ist etwas in diese Richtung, tatsächlich. Das habe ich irgendwie gespürt. Wir haben es irgendwie beide einfach gespürt, dass sich etwas am Verändern ist. Ja. Ich habe dann etwa 2 Jahre habe ich wirklich meine Erfahrungen gesammelt und ist der Tag gekommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich mich meiner Familie outen. Wir waren auf dem Weg an ein Essen. Im Auto gehockt. Dann habe ich zu ihr gesagt, Estefania, ich bin schwul. Und wie hast du reagiert? Also ich muss wirklich sagen, anscheinend, das hast du mir jetzt nochmal so erzählt, genau, habe ich gesagt, ist es wegen mir? Tatsächlich, ist meine Frage, ist das wegen mir? Ich habe einfach gesagt, ich habe einfach herausgefunden, dass ich auf Männer stehe. Es hat gar nichts mit meiner Vergangenheit zu tun, sondern, ja. Mein zweiter Impuls war, ich habe es doch gewusst. Ja, es war schon für mich erleichternd, weil wir ja gleich miteinander ein Kind haben und mein Outing vielleicht auch in meinem Gegenüber etwas anderes hat können auslösen und halt auch ein bisschen vielleicht mit der Angst, wird das jetzt etwas verändern oder hat sie Mühe, dass ich homosexuell bin oder genau. Und dann ist wirklich der Tag gekommen, wir hatten einmal in der Woche eine Family oben gehabt. Und dann bin ich mit meinem Sohn, mit meinem Bruder an das Essen zu meiner Mami heim und ja, dann, wir haben es recht lustig gehabt und dann haben wir gesagt, ich muss euch etwas sagen. Und da habe ich zu meiner Mutter rüber geschaut und zu ihr gesagt, ja, es gefallen mir Männer. Und wie man halt die Reaktionen von italienischen Mütter kennt, hat sie ja von brüllen. Ah, wieso mein Sohn? Und ich soll zum Arzt und ich soll zu meinem Psychologen. Und dann habe ich auch von brüllen in dem Moment, weil die Reaktion halt nicht eine schöne war, weil meine Mutter hat mich einfach in einem anderen Winkel oder in einem anderen Bild gesehen und das ist schon noch verletzend. Und dann schaut mein Bruder zu meiner Mutter und sagt, also was hast du eigentlich für ein Problem? Das war noch schön, dass mein Bruder dort so ein bisschen wie hinter mir gestanden ist und so reagiert hat. Und ja, ich habe brüllt und dann hat sie weitergemacht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, zu meinem Sohn, wir stehen jetzt auf und gehen, weil ich möchte nicht mehr essen. Und dann bin ich vorne zur Tür und sie kommt halt danach und sagt, ja, komm doch zurück am Platz und essen fertig. Und ja, dann haben wir dann fertig gegessen, halt ein bisschen mit gedämpfter Stimmung und dann sind wir daheim. Aber das Schöne war, sie hat dann am Abend wirklich geschrieben, dass sie mich gerne hat. Das ist ein Essen, ein WhatsApp von ihr gekommen und haben wir dann schon WhatsApp gehabt. Es ist etwa 2 Wochen gegangen, wo sie ein bisschen gedämpft in ihrer Stimmung war. Und dann hat sie sich lösen eigentlich. Und ich denke, heute sie respektiert, akzeptieren ist, glaube ich, noch ein schwieriges Thema bei ihr. Man muss dazu sagen, wir sind auf dem Land gross geworden. Die Thematik war dann noch nicht so. Es war ein familiäres Dorf, gewesen, wo wir dann gelebt haben, zusammen. Ja. Und dann noch Trennung, sind wir sonst schon aus... Ja. Als Patchwork sind wir ein Einhorn gewesen, sozusagen. Mm-hmm. Wir sind wirklich... Das hat es nicht gegeben. Und nachher ist halt noch die Thematik dazugekommen. Die Homosexualität ist noch dazugekommen. Und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht,
Wie tun wir jetzt mit dem umgehen in der Gesellschaft? Unser Sohn hat nicht negativ reagiert, aber klar, es ist ein Thema. Es ist gleich noch nicht so offen, wie wir uns das gerne wünschen in der Schweiz, dass wir über das wirklich ganz natürlich reden kann. Und er ist damit aufgewachsen und er bewegt sich sehr gut bei meinen Freunden und ist da sehr offen und hat da eigentlich keine Vorurteile oder negative Gedanken dazu. Ich habe ihm einfach gesagt, wenn man sich verliebt, geht es nicht nur darum, ob das jetzt beim Papi quasi eine Frau muss sein oder bei mir jetzt unbedingt ein Mann muss sein. Es kann auch passieren, eben, dass man sich ins gleiche Geschlecht verliebt. Und dann geht es einfach um einen Mensch. Wir haben den Kontakt immer behalten. Ja. Wo wir uns getrennt haben, haben wir immer den Kontakt gehabt, zueinander. Wir wissen, dass wir verbunden sind über unser Kind. Und alles andere ist... Kommt so, wie es kommt, genau. Und es ist gut, so, wie es ist.